Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlo mit Folge Nummer 63 von Null auf Goldcap. Ich lasse meinen Scan laufen und widme mich währenddessen den Fragen von euch. Hallo Barlo, ich habe ein Problem mit meinem Average Buy Price. Ich habe zu Beginn von Legion 4 Gold mit Obliterum Preis für damals etwa 2500 Gold Flipping gemacht. Jetzt habe ich wieder Obliterum für etwa 350 Gold gekauft, weil es halt billig war. Jetzt ist mein Average Buy total verfälscht, weil es die Daten von damals plus die aktuellen nimmt und somit meinen Average-Buy-Durchschnitt viel zu hoch ist. Gibt es eine Möglichkeit, alle Average-Buy-Daten bis zu einem gewissen Datum zu löschen, beziehungsweise eine andere Möglichkeit? Denn ich habe das Problem nicht nur bei Obliterum, leider. Ihr seid mir Experten. Ich habe euch, glaube ich, gestern in der Folge erst gesagt, dass ich Average-Buy gar nicht nutze. Erste Frage heute: Wie funktioniert das mit Average-Buy? Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass es eine Option gibt, Use Smart Average for Purchase Price. Dann kannst du hier durchlesen, was genau er macht, nämlich alles, was du in den Taschen, Bank und Gildenbank hast, für den Average Buy Price nehmen, also alles, was du zuletzt gekauft hast und nicht den Average von allem, was du gekauft hast. Ich würde euch aber trotzdem nochmal die Empfehlung geben, wenn ihr nicht wisst, was ein Setting macht, dann nutzt es nicht. Oder wenn ihr euch nicht erschließen könnt, was es macht. Das ist genau einer der Gründe, warum ich nicht Average Buy genutzt habe, weil ich mir denke, was ist denn eigentlich, wenn der Preis sich extrem ändert? Spielt mal bitte, bevor ihr irgendwas macht, die Szenarien durch, was könnte denn passieren? Und guckt euch zumindest die im Zusammenhang dazu funktionieren oder die im Zusammenhang dazu existierenden Optionen an, wo diese Option in TSM3 ist, bevor das jetzt als nächste Frage morgen kommt und ich ausraste, weil ich sage, ich benutze Average Buy nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo diese Option in TSM3 ist, aber es gibt sie ja auch in TSM3. bei welchen Items behältst du eine gewisse Anzahl in Taschen? Am Anfang hast du hier im TSM mal Einstellungen gehabt, beziehungsweise bei 200er Stacks Items einen vollen in der Stack in der Tasche zu behalten. Hat das einen Grund, außer dass ich die Sachen selber gebrauchen kann zum Craften oder fürs Raiden? Zuhören, Kinder! Wenn ihr schon die Guide schaut, dann hört zu oder schaut zu. Es ging da ausschließlich darum, dass ich sage, bei Items, von denen ich welche, das war die Definition, glaube ich, wenn nicht, Asche auf mein Haupt, dann dürfte es aber trotzdem im Kontext klar geworden sein, bei Items, die ich behalten möchte, die ich ständig brauche, wie zum Beispiel Flask, Food, Pots und so weiter und so fort, behalte ich X in der Tasche und den Rest stelle ich ins AH. Einfach nur, damit ich... Ne, ihr kennt das ja, ich habe es ja auch erklärt, aber ich erkläre es nochmal. Der Hintergrundgedanke ist der, dass ich das AH als eine Bank nutze. Hat den Vorteil, dass ich sowieso immer regelmäßig zum Briefkasten gehe und den leere und Sachen wieder ins AH stelle. Und so fülle ich quasi meine Mats immer wieder auf. Ich kaufe welche raus, wenn sie günstig sind, stelle sie dann wieder ins AH. Ich habe meistens einen etwas höheren Preis genommen. Einen Preis von 150% oder so bei den Sachen, die ich wirklich dringend brauche und vor allen Dingen, die nicht so extrem häufig sind. Kann aber auch 100% nehmen. Und kann so sicherstellen, dass ich immer Sachen günstig kaufe, sie zur Verfügung habe, wenn ich sie brauche, automatisch wieder auffülle und trotzdem den Rest mit Gewinn verkaufe. Ist richtig praktisch. Ich habe gerade in dieser Folge Nummer 62 gesehen, dass du deine Items in TSM beim Verkaufen zu 90% mit Undercutting Competition angezeigt bekommst, was natürlich generell gut ist. Meine Frage ist allerdings, wenn du alles bei 75% Marktwert einkaufst, gibt es da ja gerade bei viel gehandelten Gütern eigentlich mehr Items im AH, nämlich alle die 75%. Ich lese gar nicht weiter, ich weiß, worauf du hinaus willst. Warum wird das so angezeigt bei mir und warum nicht, das habe ich auch schon mal erklärt, mache ich nochmal. Unter den Operationen bei Auctioning hat man die Möglichkeit zu sagen, wo ist denn hier mein Flip 200 Post zum Beispiel? Posting. Was soll er machen, wenn das Ganze unter dem Minimum ist? Und ich sage, ignoriere Auktionen unter dem Minimum. Dadurch steht er Undercutting Competition, weil er alles ignoriert, was nicht unter dem Minimumpreis ist. Du kannst statt Ignore Auctions Below Minimum auch einfach nehmen Post at Minimum, dann steht da das, was du hast. So, jetzt kommen wir wieder fast schon Storytime, aber wartet mal, ich kaufe mal gerade noch ein bisschen aus. Ein. Auf. Auf, ein und aus. So, viel haben wir hier im Moment nicht.
Aber glücklicherweise zu der Zeit, ich glaube, das werde ich jetzt immer machen, dass ich diese Videos morgens mache, bevor ich mit einem normalen Stream loslege. Um 8 oder so, da ist halt die Auktionshausnutzung so schnell, dass ich nicht Ewigkeiten warten muss. So. Hi Barlo, ich habe Traumlaub und noch zwei andere Kräuter in einer TSM-Gruppe Kräuter mit 80% DB Market als Shopping-Option. Okay, warum nur zwei andere? Also wenn, würde ich doch irgendwie alle relevanten Kräuter nehmen und nicht nur drei. Oder ist das, weil du, egal, musst du wissen. Normalerweise, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass wenn man nach der Gruppe Kräuter einen Scan startet, alles aufkauft, weil es ja meinen Konditionen von 80% DB Market entspricht und diese dann wieder mit einem höheren Preis einstellt. Nur mal kurz irgendwie, du meinst mit, wenn man nach der Gruppe Kräuter einen Scan startet, meinst du, dass man die Gruppe Kräuter scannt, ne? Und nicht, dass man, nachdem man mit denen irgendwas gemacht hat, einen Scan für irgendwas anderes startet. Also, wenn man die Kräutergruppe scannt, kauft man alles auf, was den Konditionen entspricht. Nehme ich an, meinst du? Ich werde das so behandeln, als wäre das so. Da ich gerade angefangen habe und nicht so viel Gold habe, bin ich auf der Suche nach folgender Möglichkeit. Ich bekomme zum Beispiel bei dem oben genannten Scan Traumlaub mit unterschiedlichen Preisen zurück. Theoretisch müsste ich alles auf. Du musst gar nichts, aber also ja, du könntest alles aufkaufen. Warum funktioniert mein Authenticator-Gedöt nicht? Das ist seit heute irgendwie drin, aber aus irgendeinem Grunde, obwohl ich einen Authenticator anhabe, habe ich die Banks. Egal. Ich bekomme mit dem ungenannten Scan zum Beispiel Träume mit unterschiedlichen Preisen, so wie theoretisch mit eigentlich aufkaufen, weil es ja meinen Konditionen entspricht und alles zu einem höheren Preis einstellen. Ich müsste jetzt aber zum Beispiel 50.000 Gold für das Traumlaub ausgeben, damit ich alles aufkaufen kann. So viel Gold habe ich zurzeit aber noch nicht. Gibt es eine Möglichkeit, sich anzeigen zu lassen, wie viel Gold ich in Summe für Traumlaub ausgeben müsste? Zum Beispiel Ergebnis des Scans, einmal 200 Traumlaub, 12 Gold, 2400, okay. Ich könnte natürlich weniger einkaufen, das zum Marktwert wieder einstellen. Ich habe die Erfahrung ge gemacht, dass es ewig dauert, bis es sich verkauft. Muss ich noch mal was zu dem Thema sagen, dass es ewig dauert, bis es sich verkauft? Ich möchte aber jetzt am Anfang einen möglichst hohen Durchsatz haben, damit ich nicht 2 Wochen auf einen großen Verkauf warten möchte, damit ich wieder reinvestieren kann. Nein, also erstmal die Option gibt es nicht, außer dass du dich mit dem Taschenrechner hinsetzt und dir einfach ausrechnest, was wie viel kostet. Es ist manchmal nicht ganz verkehrt, das zumindest im Kopf zu überschlagen, was man schätzt, was ungefähr die Auktionen wert sind. Und das ist ja gerade bei den 200er Stacks nicht so allzu kompliziert, sich zu überlegen, was entsprechend ein Stack kostet. Was ich empfehlen würde, ist, wenn du von einer Sache so viel kaufst, also wenn du überhaupt, wenn du mehr einkaufen kannst, als dein Geldbeutel erlaubt, dann reduziere die Prozentzahl. Bringt ja nichts, dass du irgendwie alles bis 80% kaufst, wenn du es dir nicht leisten kannst. Dann guck doch lieber, dass du andere Items kaufst und du bis 70 gehst oder 65 oder 50 oder 60. Ihr müsst nicht immer so unglaublich hochgehen, wenn ihr euch das nicht leisten könnt. Mit der Option zum Einkaufen hochzugehen auf 80, also 80 ist ein ultra hoher Wert. 80 ist so ein Wert, den kann man halt nehmen, wenn man, ne, wenn man richtig Asche hat. Das ist kein guter Default-Wert. Ein guter Default-Wert wäre halt, keine Ahnung was, 50. Wenn ich unter 50 über 2, 3 Tage alles kaufen kann, was im AH ist, gehe ich hoch auf 55. Dann gehe ich hoch auf 60 und so weiter und so fort. Das mal als allererstes. Und zweitens ist, auch da wiederhole ich mich, aber wenn du das Gefühl hast, und das scheint ja möglicherweise so zu sein, dass irgendwas in Ultra-Mega-Massen auf den Markt geworfen wird, es ist völlig egal, ob du das zu 50, 55, 60, 70, 75% kaufst oder sonst was damit machst. Dann wird wahrscheinlich jemand den Markt gerade überfluten und solange er das macht, verkauft sich das nicht. Das ist eine Regel, ich wiederhole mich, ich weiß, aber die gilt immer. Wenn irgendjemand mit irgendwas den Markt überflutet in einer Menge, die nicht gebraucht wird vom Markt, dann könnt ihr euch auf den Kopf stellen und egal was mit euren Preisen, Preissettings und Einkaufssettings machen, wenn da kein Käufer mehr da ist, weil zu viel da ist,
dann kriegt ihr die Sachen nicht verkauft. Also, dein Problem kannst du umgehen, indem du erstmal überhaupt nicht so hoch gehst mit deinem Preis, dass du kein Geld mehr hast, um Sachen zu kaufen. Dann schrittweise erhöhst. Du wirst dir noch andere Gegenstände kaufen. Deswegen war eben auch meine Frage, warum drei Kräuter? Es gibt deutlich mehr als drei Kräuter in Legion. Es gibt fünf, sechs? Müsste ich gerade nachmachen. Es gibt auf jeden Fall mehr als drei. Nimm die doch erstmal mit dazu und guck mal, wie es mit den Preisen von denen aussieht. Es gibt kein Kraut, was gar nicht gebraucht wird. Und dann nimm andere Gegenstände dazu, die du handeln kannst, die du vielleicht zu günstigeren Preisen bekommen kannst. Die Gewinnspanne ist für dich im Moment noch eher wichtig, als dass du jetzt vom Traumlaub alles besitzt, was im AH ist. Und die Gewinnspanne erhöhst du halt am ehesten dadurch, dass du zu einem sehr niedrigen Setting nur einkaufst und damit schützt du dich auch am besten dagegen, dass ein Gegenstand im Preis sinkt, bis du ihn verkauft bekommst. So, wir gucken nochmal ganz kurz auf meine Goldwerte. 500.000 habe ich auf der Hand, 1,742 Millionen im Auktionshaus und bin im Moment bei knapp 49.000 Gold pro Stunde, seit dieser Charakter existiert. Das soll es gewesen sein. Bis morgen. Tschüss, sagt euer Onkel Barlow.